Hallo, ich bin Edgar Selge und das ist Hingehört. Hallo Edgar, worum geht es in Ihrem ersten Buch? Das ist die Geschichte eines 12-Jährigen, der über sein Leben zwischen Gefängnismauer und klassischer Musik erzählt. Und es geht vor allem um die kindliche Perspektive, um die Perspektive eines 12-Jährigen. Also nicht der Erwachsene erzählt über das Kind, sondern das Kind erzählt selbst. Das ist auch die Geschichte einer Desillusionierung, die Art von Desillusionierung, die jeder Jugendliche in seinem Leben erlebt und jede Jugendliche. Aber der hat Humor und ist auch eine Art Stehaufmännchen. Es ist vielleicht die Einsamkeitsbeschreibung eines Stehaufmännchens. Wenn Sie sich zwischen einer der Künste, Musik, Literatur oder Schauspiel entscheiden müssten, welche wäre es und warum? Ja. Also ich glaube nicht, dass ich mich freiwillig entscheiden kann. Ich habe das mal versucht. Ich habe Musik studiert. Das habe ich abgebrochen, weil das eine Kopfentscheidung war. Ich bin Schauspieler geworden, da war ich schon 27 und das war eine, würde ich sagen, lebensnotwendige Entscheidung, um mich ausdrücken zu können und auch um zu überleben. Und dieses Buch jetzt ist praktisch nochmal ein neuer Versuch, mich noch schonungsloser mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und dafür ist die Literatur in diesem Fall notwendig. Wie schwer ist es, die eigene Geschichte als Hörbuch einzulesen? Ja, das ist ziemlich schwer. Ich habe gedacht, es müsste eigentlich ganz leicht sein, aber ich habe dann gemerkt, oder es müsste leichter sein, aber ich habe dann gemerkt, beim Lesen eines Buches ist eigentlich das Schönste die Energie, mit der man versucht, einen fremden Autor und einen fremden Text zu entdecken. Hier kenne ich den Text. Und natürlich muss ich auch hier beim Lesen versuchen, etwas neu zu entdecken und das ist gar nicht so einfach. Wie viel Wahrheit steckt in Ihrem literarischen Debüt und wie viel Fiktion? Ja, ich würde sagen, Fiktion ist notwendig, damit man überhaupt bis zur Wahrheit vorstößt oder sich auf den Weg zur Wahrheit macht. Fiktion ist der Versuch, für mich, der Versuch einer situativen Genauigkeit. Und auf diesem Weg nähert man sich der Wahrheit an. Wie begegnen Sie Vorurteilen gegenüber schreibenden Schauspielern? Also erstmal gibt es eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die sehr schöne Bücher geschrieben haben. Das fängt für mich persönlich an mit Bierbichler Mittelreich, dann mit Meyerhoffs Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke, Matthias Brandt, Raumpatrouille, Christian Berkel, Der Apfelbaum. Und das berühmteste erste große Schauspielerbuch ist von Alexander Granach. Das ist 1945 geschrieben und heißt Da geht ein Mensch. Das ist ein ganz tolles Stück Literatur. So, darauf kann man hinweisen, aber mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Wenn mir an einem Menschen liegt, als Leser, der ein solches Vorurteil formulieren würde, dann würde ich sagen, lies mal eine Seite. Und dann kannst du das Buch ins Altpapier fenstern oder weiterlesen. Vielen Dank.